Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es diese Woche natürlich um die Mutter aller politischen Probleme dieser Tage geht. Nahezu alle Fragen, die uns von euch erreicht haben, betrafen die völkerrechtswidrige und durch nichts zu rechtfertigende Invasion, ja den Angriffskrieg, den Russland in der Ukraine vom Zaun gebrochen hat. Ich greife stellvertretend aus all den Fragen, die uns erreicht haben, diejenige von der Doro aus dem wunderschönen Oberland in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen heraus, die sich, wie ich glaube, wir alle in diesen Stunden größtmögliche Sorgen macht und von mir wissen möchte, erstens, ob wir uns denn auch im Bayerischen Landtag mit dem Krieg in der Ukraine auseinandersetzen und zum Zweiten die Bewertung von uns Freien Wählern als Teil der bayerischen Staatsregierung zur Ukraine-Krise hören möchte. Ja, liebe Doro, zunächst einmal teile ich deine große Sorge gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen hier im Bayerischen Landtag, mit den Kolleginnen und Kollegen meiner Freie Wähler-Regierungsfraktion. In der Tat ist es schlicht und ergreifend schrecklich und schwer in Worte zu fassen, dass wir 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, 50 Jahre nach der Schlussakte von Helsinki, gut 20 Jahre nach den blutigen Auseinandersetzungen auf dem Balkan jetzt tatsächlich wieder Krieg im Herzen Europas erleben. Und besonders schrecklich daran ist nach meiner Bewertung, dass es sich in der Methodik des nächtlichen Überfalls von Nachbarstaaten, aber auch in der Begründungslogik, die seitens des russischen Präsidenten Putin ja geradezu rassisch, völkisch und aus einer kruden historischen Herleitung her ausfällt, um eine Art von Krieg handelt, wie wir sie eigentlich in Methodik und Begründungslogik seit 1939 nicht mehr erlebt haben und von der wir glaubten, dass wir sie ein für alle Mal für immer hinter uns gelassen haben. Es muss in diesen Tagen also konstatiert werden, dass das von Fukuyama für 1989 erhoffte Ende der Geschichte ausfällt und was Russland in der Ukraine vom Zaun gebrochen hat, das ändert alles. Das ändert die europäische Sicherheitsarchitektur, das ändert aber auch das Zusammenleben der Nationalstaaten in unserer gemeinsamen Heimat Europa. Und deshalb ist es, liebe Nora, selbstverständlich, dass wir uns auch hier im Bayerischen Landtag mit dieser Frage befassen, deshalb, weil sie auch unser Land und seine Menschen ganz signifikant betrifft. Wir Freien Wähler waren da in den letzten Wochen sehr aktiv gewesen, haben als erste Fraktion im Bayerischen Landtag eine Aktuelle Stunde zur Ukraine-Krise hier im Parlament beantragt. Wir stellen ja auch mit dem Kollegen Tobias Gotthard, den Vorsitzenden des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten hier im Bayerischen Landtag. Und auch als Teil der Staatsregierung sind wir natürlich intensiv mit der Frage befasst, wie wir unsere Partner in der Ukraine jetzt unterstützen können. Natürlich haben wir kein bayerisches Heer und können nicht militärisch unterstützen, aber die Frage von Hilfslieferungen, die Frage von Wirtschaftssanktionen, die Frage, wie wir auch bayerische Unternehmen in der Ukraine unterstützen können und wie wir mit dem Aggressor Russland umgehen, die betrifft uns natürlich aus Bayern ganz signifikant und deshalb diskutieren wir auch seit Tagen sozusagen rund um die Uhr über all diese Fragen, über die Frage, was wir jetzt tun können angesichts dieses von Putin vom Zaun gebrochenen Krieges in Europa. Ich halte das, liebe Nora, auch für richtig und wichtig, dass wir das hier im Bayerischen Landtag tun, auch wenn es im weitesten Sinne um deutsche Außenpolitik geht, die ja Bundesangelegenheit ist, aus mindestens drei Gründen. Zum einen ist der Freistaat Bayern für sich betrachtet die sechstgrößte Volkswirtschaft in Europa und diejenigen, die sich miteinander in Konflikt befinden, die Ukrainer, die angegriffen worden sind und die Russen, die der Aggressor sind, sind wichtige Handelspartner für Bayern. Das heißt, was dort passiert, das betrifft auch die Lebenswirklichkeit der Menschen in Bayern. Wir werden das merken im Hinblick auf die Sanktionen, beispielsweise bei den Energiepreisen. Wir merken das jetzt schon an den Tankstellen. Es geht also auch um die Lebenswirklichkeit der Menschen in Bayern. Und deshalb ist es wichtig, dass diejenigen, die dafür die Verantwortung tragen, dass wir als bayerische Staatsregierung, als Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU auch laut die Stimme erheben, uns auch mit dieser Auseinandersetzung in der Ukraine befassen und entschieden Position beziehen. Zum Zweiten, Nora, bin ich gemeinsam mit den Freien Wählern im Landtag fest davon überzeugt, dass es bei der Auseinandersetzung in der Ukraine
noch um bedeutend mehr geht als um den Krieg in der Ukraine. Und schon das wäre schlimm genug angesichts des Leids, das die Menschen dort in diesen Tagen erfahren müssen. Ich glaube, es geht am Ende des Tages um nicht weniger als die große Frage, ob dieses 21. Jahrhundert, ob unser Jahrhundert den liberalen Demokratien mit all ihren Errungenschaften gehört, mit den Errungenschaften von Frieden, von Sicherheit, von Wohlstand, oder ob dieses 21. Jahrhundert dasjenige ist, in dem das Comeback der vermeintlich starken Männer gefeiert wird. Ein Jahrhundert also, in dem die Schraube der Geschichte wieder zurückgedreht wird, in dem wir drohen, wieder zu verfallen in außenpolitische, in internationale Handlungsmuster aus dem letzten Jahrhundert und noch früher, in dem es dann wieder um nationalstaatliche, um kriegerische Auseinandersetzungen geht. Es geht also um die große Frage liberale Demokratien, Frieden, Wohlstand, Freiheit und Sicherheit, unsere europäische Werteordnung. Oder ein anderes Staatsverständnis, ein Staatsverständnis, in dem beispielsweise Menschenleben, wie wir das jetzt erkennen müssen, bedeutend weniger Bedeutung haben als innerhalb unseres Wertesystems. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, sich da jetzt entschieden einzumischen mit unseren NATO-Partnern und seitens der Europäischen Union. Es geht darum, unser Werteverständnis, unsere Überzeugungen von Demokratie und Freiheit gegen den Aggressor aus dem Kreml zu verteidigen. Und ich meine, dass es auch wichtig ist, das jetzt am Exempel der Ukraine entschieden zu tun. Denn wenn uns das nicht gelingt, dann ist Tür und Tor offen für eine Art Dominoeffekt, ja, für weitere internationale Konflikte einer ähnlichen Fasson. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass man in China sehr genau hinschauen wird, wie wir Europäer uns jetzt zur Ukraine-Frage verhalten. Und ich bin mir alles andere als sicher, was beispielsweise in Taiwan geschehen wird, wenn wir jetzt nicht die richtige, eine entschiedene Antwort finden. Deshalb, liebe Nora, zum zweiten Teil deiner Frage, was ist jetzt zu tun? Ich will vielleicht auch dazu drei Argumente aus Sicht meiner Freie Wähler-Regierungsfraktion nennen. Eines, wenn du so willst, retrospektiv im Hinblick auf die letzten Wochen und Monate, auf die Vergangenheit. Eines zur Frage, was jetzt in der Gegenwart zu tun ist, und eines auch im Hinblick auf Lehren aus den Ereignissen, die wir dieser Tage leider erleben müssen. Denn ich glaube, es ist schon wichtig, daraus auch die richtigen Schlüsse für die Außenpolitik der Zukunft zu ziehen. Zunächst, Nora, retrospektiv. Ich glaube, dass es wichtig ist, einerseits zu erkennen und andererseits als Politik auch sehr deutlich zu sagen, dass wir naiv waren. Dass der Westen naiv war im Hinblick auf die Einordnung dessen, was Russland vorhat, und dass der Westen naiv war im Hinblick auf die Motive, die Wladimir Putin, wie wir jetzt wissen, ganz offenkundig antreiben. Wir haben lange das Storytelling aus dem Kreml geglaubt, es ginge um eher formale Fragen der europäischen Sicherheitsarchitektur. Es ging um die Frage einer NATO-Osterweiterung. Wir waren deshalb sehr zögerlich, auch der Ukraine die von ihr erbetene europäische Perspektive aufzuzeigen, weil wir das für Deeskalation gehalten haben. Spätestens seit dieser kruden Fernsehansprache des russischen Präsidenten und diesem wirklich bemerkenswerten Auftritt im russischen Sicherheitsrat ist aber klar, es geht Putin um etwas ganz anderes. Es geht ihm um das, worauf uns viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den internationalen Beziehungen schon hingewiesen haben. Es geht um das, was Putin selbst in einer Reihe von wissenschaftlichen Aufsätzen eigentlich auch schon transparent gemacht hat. Und das ehrlicherweise lässt einen als überzeugten Europäer schon erschaudern, wenn der Chef einer Atommacht wie Russland auf einmal nicht nur droht, sondern diese Drohungen begründet, historisch beginnend mit Lenin, wenn er völkische Rechtfertigungen in den Raum führt, weshalb die Ukraine doch zu Russland gehöre, weshalb Kiew die Mutter der russischen Städte sei, ja, dann wird's wirklich absurd und krude. Dann sind das Begründungsmuster für einen Krieg, wie wir sie aus ganz dunklen Zeiten Deutschlands kannten. Dann geht's gar nicht um irgendwelche politisch-inhaltlichen Fragen, sondern dann wird und dann wurde der Krieg vom Zaun gebrochen mit dem einzigen Ziel, gegenüber einem unschuldigen Nachbarland dort das eigene Staatsgebiet zu erweitern. Und das darf im Jahr 2022 nicht mehr passieren. Das darf die Weltgemeinschaft nicht hinnehmen. Da muss das Konzert der Staaten dieser Erde laut erklingen. Und da muss auch Bayern seine Partitur spielen. Denn nationalstaatliche Grenzen sind die Grundüberzeugung, ja, sind die wesentliche Grundregel der globalen Ordnung. Und wer glaubt, das zu unterminieren, der muss spüren, dass das
eine rote Linie ist. Insbesondere dann auch, wenn es gar keine Begründung dafür gibt, außer ja Großmachtsfantasien, außer dem eigenen Streben, dass man sich vielleicht die Russische Föderation jetzt wieder zurückwünschen würde. Das ist definitiv nicht hinnehmbar. Das ist eine unbegründete Aggression und das muss man genauso deutlich auch benennen seitens der internationalen Staatengemeinschaft. Und da hat auch Bayern entsprechend seine Rolle zu spielen. Denn Nora, wie absurd ist es denn, wenn sich der jüdische Präsident der Ukraine jetzt von Wladimir Putin anhören muss, Russland würde in der Ukraine einmarschieren müssen, um das Land zu entnazifizieren. Das ist wirklich Realitätsverlust in Reinkultur und es ist eine absurde, ja, eine völkisch-rassische und geschichtsklätternde Logik, die da in Anschlag gebracht wird. Eine Logik, von der wir dachten, dass wir sie ja schon mindestens 80 Jahre in Europa hinter uns gelassen haben. Und umso mehr müssen und sollen wir erkennen, das ist der erste Punkt retrospektiv, dass wir naiv waren, dass wir die Motivationslogik, dass wir die Absichten von Wladimir Putin, dass wir die Absichten des Kremls falsch eingeschätzt haben. Das ist zu konstatieren und darauf gilt es jetzt auch entsprechend zu reagieren. Wie gilt es zu reagieren? Was ist jetzt also in der Gegenwart zu tun? Ich habe schon gesagt, Nora, dass es um die große Frage geht, liberale Demokratien, unser Wertesystem versus anderer staatlicher Ansatz, in dem andere Werte gelten, in dem die starken Männer das Sagen haben, in dem Menschenleben ganz offenkundig weniger Wert haben als in unserer europäischen Überzeugung. Und deshalb ist es jetzt auch so wichtig, entschlossen zu reagieren und in aller Härte zu reagieren, eine rote Linie zu ziehen, um nicht einen Flächenbrand zuzulassen, weder einen Flächenbrand in Europa zu unseren NATO-Bündnispartnern, noch einen Flächenbrand im Sinne des Zuschauens anderer Länder, China versus Taiwan und andere Krisenherde dieser Erde. Das heißt also, wir Freien Wähler sind sehr dafür, jetzt die maximalen Sanktionen in Anschlag zu bringen, den Aggressor klar zu benennen und auch deutlich zu machen, wo wir als Bayern stehen. Vieles von dem ist bereits auf den Weg gebracht worden, Stichwort Nord Stream 2, aber auch die anderen Wirtschaftssanktionen, die auf den Weg gebracht werden. Ja, das wird uns auch in Bayern treffen. Ja, das wird auch auf unsere Wirtschaftskraft und auf den Geldbeutel der Menschen in Bayern schlagen. Aber wir Freien Wähler sind fest davon überzeugt, das ist der Preis für unsere Freiheit. Und deshalb ist es auch richtig, was die Bundesregierung da gemeinsam mit den NATO-Partnern und unseren transatlantischen Partnern bislang auf den Weg gebracht hat. Wir Freien Wähler meinen sogar, man müsste sich gut überlegen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Denn die Ausschließung Russlands aus dem SWIFT-Zahlungssystem ist etwas, was ja wahrscheinlich die russischen Oligarchen, die Wladimir Putins System stützen, am meisten treffen würde. Das ist die empfindliche Stelle Russlands und deshalb sollte auch der Finger in genau diese Wunde gelegt werden. Ich glaube, es macht keinen Sinn, die Menschen in Russland mit Sanktionen sozusagen aus der Bahn zu werfen, denn es sind ja nicht die Menschen in Russland, die diesen Krieg anzetteln. Es ist Putins Krieg und deshalb gilt es mit unseren Sanktionen, Putins System zu destabilisieren, diejenigen zu treffen, die in seinem Umfeld dieses System tragen. Und da wäre der SWIFT-Zahlungsverkehr ein geeignetes Mittel. Mir ist auch nicht richtig klar, worauf wir da warten wollen, denn wenn Putin über die Ukraine hinaus auch NATO-Bündnispartner angreift, dann werden wir ohnehin als Bündnispartner in einen Kriegszustand mit hineingezerrt. Dafür muss man sich keine Sanktionen mehr aufheben. Ich finde, die rote Linie ist jetzt überschritten und deshalb geht es auch, alle denkbaren Sanktionen zu ergreifen. Ich würde mir wünschen, dass wir auch über den Ausschluss aus dem SWIFT-System Russlands miteinander ins Gespräch kommen und da ebenso entschlossen handeln wie bei den Sanktionen, die schon auf den Weg gebracht wurden. Und ja, ich meine auch, dass es wichtig und richtig wäre, über Waffenlieferungen in die Ukraine nachzudenken. Das ist kein sehr populäres Argument, schon gar nicht in Deutschland vor dem Hintergrund unserer Geschichte. Aber Deutschland muss auch seinen Platz an der Seitenlinie des Konzertes der Staaten dieser Erde, den wir historisch bedingt eingenommen haben, verlassen und muss die Verantwortung übernehmen, die uns nun einmal qua Wirtschaftskraft und qua Bevölkerungsstärke in Europa zukommt. Und deshalb können wir natürlich nicht auf ukrainischem Boden sozusagen kriegerisch aktiv werden. Das auszuschließen ist richtig, denn dann würden wir möglicherweise den Dritten Weltkrieg vom Zaun brechen. Was wir aber schon können und möglicherweise auch sollten, ist die Ukraine jetzt
zu unterstützen im militärischen Bereich, ja, dafür zu sorgen, dass dieses Land in unserer Nachbarschaft, das näher an Wien liegt als Ischgl beispielsweise, um mal zu zeigen, dass das vor unserer Haustür stattfindet, dass wir dieses Land nach Kräften unterstützen im Kampf für unsere europäischen Werte und für die Freiheit, im Sinne dessen, was beispielsweise auch Manfred Weber heute vorgeschlagen hat. Das könnte ich persönlich, das könnten wir Freien Wähler sehr unterstützen. Ja, und dann noch in die Zukunft gerichtet die Frage, liebe Nora, was sind für Lehren aus dem zu ziehen, was wir dieser Tage in der Ukraine erleben müssen? Ich glaube, dass es schon wichtig ist, jetzt zu erkennen, dass Diplomatie zwar immer die oberste Priorität genießen muss, dass Diplomatie möglicherweise aber nur dann funktioniert, wenn im Hintergrund von Diplomatie eine wehrhafte und eine wehrfähige Demokratie steht. Diplomatie kann funktionieren mit einer wehrhaften Demokratie im Rücken, und Diplomatie wird dann auch funktionieren, und man wird möglicherweise die wehrhafte Demokratie und ihre militärische Komponente gar nicht benötigen, weil Diplomatie dann erfolgreich sein kann. Aber militärische Grundkompetenz und auch Wehrhaftigkeit einer Demokratie, die ist und die bleibt leider nun einmal eine notwendige Bedingung für erfolgreiche Diplomatie. Wenn keine militärische Handlungsfähigkeit im Hintergrund steht, dann verhandelt niemand mit dir. Dann wird man als Land möglicherweise einfach überrollt. Gespräche werden dann geführt, wenn im Hintergrund auch ein entsprechendes militärisches Potenzial steht, das man dann hoffentlich nicht braucht. Und ich glaube, das zu erkennen, dass wir auch eine europäische Sicherheitsarchitektur benötigen, dass es möglicherweise sich eben so verhält, dass die globale Staatenordnung doch kein Ponyhof ist und dass es deshalb falsch war, im Bereich der Bundeswehr so massiv zu sparen, unsere NATO-Einzahlungsziele nicht zu erfüllen, in der Hoffnung, wir brauchen all das nie mehr. Ja, das war ein großer Irrtum, wie wir jetzt wissen. Und deshalb müssen wir auch daraus die richtigen Lehren ziehen, müssen dafür sorgen, dass unsere Diplomatie, die erste Priorität genießt, kein zahnloser Tiger ist, weil am Backend, am anderen Ende der Leitung sozusagen die militärischen Handlungsfähigkeiten fehlen. Ich bin sehr dafür, dass wir die Erfahrungen der Ukraine auch zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, nicht in Kriegstreiberei zu verfallen, um Gottes Willen immer auf die Diplomatie zu setzen, aber doch mal gut darüber nachzudenken, dass die Debatte, wie wir sie erlebt haben, vielleicht eine idealistische war, eine von der Idee des Friedens im positiven Sinne getriebene war, die aber jetzt doch erkennen muss, dass eben auch militärische Handlungsfähigkeit, dass das, was uns im Kalten Krieg vor Eskalation im Sinne eines Drohpotenzials bewahrt hat, notwendig ist, um Diplomatie erfolgreich betreiben zu können. Und ich glaube, das ist schon eine Lehre, die wir mindestens aus dem ziehen müssen, was wir derzeit in der Ukraine erleben. Also zusammengefasst, liebe Doro, einerseits wichtig jetzt zu erkennen, ja, wir waren naiv. Wir haben die Motive des Kremls, die Motive Putins falsch eingeschätzt und missdeutet. Daraus die richtigen Lehren ziehen. Jetzt maximale Sanktionen in Anschlag bringen, auch im Bereich des SWIFT-Zahlungssystems, und auch darüber nachdenken, wie wir die Ukraine über diese lächerliche Lieferung von 5000 Helmen, die wohl bis heute nicht dort angekommen ist, auch mit militärischen Komponenten, mit Defensivwaffen unterstützen können. Und drittens darüber nachdenken, was heißt das für die Zukunft? Was heißt das für die nahe Zukunft im Hinblick auf unsere Wehrfähigkeit gemeinsam mit unseren Bündnispartnern? Was heißt das aber auch darüber hinaus als große Lehre für erfolgreiche Demokratie im Hinblick auf die Frage, was ist unsere Rolle in der NATO? Was ist unsere Rolle im Konzert der Staaten dieser Erde? Und ich glaube, unsere Rolle als Deutschland kann qua Bevölkerungskraft und kann qua Wirtschaftskraft nicht diejenige eines Beobachters von der Seitenlinie sein. Wenn es uns ernst ist mit unseren Werten, wenn es uns ernst ist mit liberaler Demokratie, wenn es uns ernst ist mit Sicherheit, mit Freiheit, mit Wohlstand, wenn wir bereit sind, für den Wert von Menschenleben einzustehen, dann müssen wir diese Verantwortung jetzt auch in der Ukraine und darüber hinaus in Zukunft noch viel stärker übernehmen innerhalb der globalen Ordnung. So viel, liebe Doro, zur Sicht von uns Freien Wählern. Einerseits im Hinblick auf die Rolle des Bayerischen Landtags, des Freistaates Bayern, aber auch im Hinblick auf die Gemengelage, die sich dieser Tage schrecklicherweise in der Ukraine zeigt, mit dieser Invasion, mit diesem Angriffskrieg des Kremls mit Wladimir Putin als Aggressor. Ich hoffe sehr, dass wir dort zurück an den Verhandlungstisch finden. Ich hoffe sehr, dass wir keine weitere Eskalationsspirale
miteinander beobachten müssen, sodass es nächste Woche wieder um andere, um erfreulichere Themen geht, wenn es heißt Frag Fabian. Wenn ihr Fragen habt zur Ukraine-Krise, zum dominierenden Thema dieser Tage oder auch darüber hinaus zur bayerischen Landespolitik, zu anderen Politikbereichen, dann macht's wie immer, postet sie unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht's nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.